keine Ruhe, bevor Sie es nicht gefunden haben. Sie geben keine Ruhe, bevor Sie es nicht gefunden haben. Nein, das ist ganz schlimm, wenn dieser Zustand entsteht, dass ich Sätze immer wiederhole, sogar nachts wiederhole. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für mich. Dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Denn diese Unruhe, herauszufinden, was an dem Satz ist oder warum ich ihn nicht so sagen kann, wie er eigentlich geschrieben ist, das ist ein ziemlich quälender Prozess und damit quäle ich sicherlich auch sehr meine Umwelt. Aber ich habe ja eine so wunderbare Frau, die das alles versteht und mit mir diese ganzen Dinge teilt. Und vor allem, das ist eigentlich das Schönste, dass sie auch noch die Geduld hat, sich das immer wieder abendlich anzuschauen, ne? Und dann mit mir darüber zu sprechen. Ich glaube, so ein Glück hat kaum ein Schauspieler. Welche Bedeutung hat für Sie der Applaus? Ist das der Moment, wo Sie sich wieder zurückverwandeln? Oder ist das der Moment, wo Sie sagen, okay, heute hat mein Ton gestimmt, heute war ich richtig? Ist der Applaus für Sie ein Maßstab? Mhm. Oder ist es ein technischer Vorgang, in dem Sie sagen, okay, heute war ich Lear, heute war ich Othello, heute war ich Herrnstein. Zack, jetzt komme ich wieder zurück. Nein, der Applaus ist was Wunderbares. Also ich wäre ja verlogen, wenn ich sagen würde, mich interessiert der Applaus nicht. Der Applaus interessiert mich enorm. Und ich glaube, fast alle meine Kollegen, mit denen ich zu tun habe, hören solchen Ohren, wie der Applaus ist. Hinzu kommt aber, dass ich nicht mehr so gut höre und darum nicht mehr den Applaus richtig einschätzen kann. Also dann manchmal, wenn keine Bravos waren, dann sagt mir meine Frau, hörst du das nicht mehr oder was? Die Leute haben doch Bravo gerufen. Also ich bin nicht mehr so akustisch oben, dass ich das alles so genau wahrnehme. Ist das ein Aber Gewinn? Wie? Ein Gewinn? Ist das ein Gewinn? Nein, ich muss ehrlich sagen, wenn so eine große Rolle, die ja auch eine große Verausgabung ist, zu Ende ist, dann bin ich auch ganz schön hungrig auf die Reaktion. Ne? Und das Raustreten aus der Rolle dann passiert mit dem Duschen, passiert mit einer Meditation, passiert das, gar das, nicht, geht von allein. Die Rolle ist zu Ende, wo sie zu Ende ist. Ah ja, der Weg der Figur ist mit dem Stück. Ist zu Ende. Mhm. Und dann bin ich wieder privat, ja. Sie haben heuer, 2011, einen runden Geburtstag. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, je älter ich werde, desto mehr Mut finde ich in mir zu spielen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich traue mich mehr. Haben Sie das Gefühl, offener zu werden, radikaler zu werden, durch die viele Erfahrung Sicherheitsbedürfnis abzubauen? Wohin geht Gerd Voss? Ich hoffe, dass man mit dem Älterwerden immer mehr Ballast abwirft. Also das heißt, dass man nicht so viel Kunst machen will und dass man einfacher wird. Weil ich denke oft oder sehe das oft in meinem Beruf, dass Schauspieler sich so zwingen lassen durch Regie, durch Erwartungshaltung, die vom Publikum kommen. Und dieser Zwang ist natürlich verbunden immer mit dieser Not, dem zu genügen. Und wenn man immer weniger Ehrgeiz hat, dann wird es eigentlich immer einfacher und immer schöner, das Spielen. Und ich glaube auch, dann schaue ich auch am liebsten gerne zu, wenn jemand so wird. Nachdem Sie zum Glück schon lange im Werden sind, schauen wir Ihnen schon lange gerne zu und schauen Ihnen auch weiterhin gerne zu. Ich habe in dieser wunderbaren Biografie von Klaus Dermutz, die in der Edition Burgtheater erschienen ist, beschreiben Sie eine Szene, wo Sie einem sehr, sehr berühmten Theatermann Boleslav Balog vorsprechen. Blutjung und er sagt, ja, also Sie werden bei uns die kleinen Rollen spielen und Sie sagen, das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte die großen Rollen spielen. Yeah. Ich werde keine kleinen Rollen spielen. Yeah. Es ist so gekommen.
Ja. Aber ich hätte den Beruf auch nicht weitergemacht. Es gab, wie ich anfing mit dem Beruf, war meine Forderung an mich, aber auch die Forderung an das Theater, wirklich ziemlich größenwahnsinnig. Und ich wollte gleich mit meiner ersten Rolle so einschlagen, dass alle Welt aufblickt und sagt, Donnerwetter, das ist ja aber ein großes Talent. In Konstanz fiel ich nur in Konstanz auf, brauchte lange, bis die großen Zeitungen dann sich auch mal sich bemühten, mal hinzuschauen, wo der Voss spielt. Das hat lange gedauert bei mir. Und es gab so eine Strecke in Braunschweig, wo ich plötzlich dachte, weil ich die Regisseure alle so schwach fand, mit denen ich zu tun hatte, da dachte ich, und das habe ich auch mit meiner Frau besprochen, ich gesagt, ich glaube, ich höre auf mit dem Beruf, weil es ist so langweilig, wenn man nicht gefordert wird. Und dann habe ich aber Glück gehabt. Dann traf ich auf Nils-Peter Rudolph, ein wunderbarer Regisseur. Und da habe ich plötzlich wieder diesen ganzen Reichtum dieses Berufs begriffen, wie schön der Beruf sein kann. Aber er ist immer zu höchst gefährdet. Also wenn der Bernhard sagt, Theater oder Schauspielkunst ist eine tödliche Kunst, dann ist das absolut richtig, weil man muss sich zu höchst riskieren. Und es ist ein bisschen so, auch wenn wir als Schauspieler nie zu Tode kommen, wenn wir spielen, jeder Artist macht etwas Falsches, fällt und ist tot. Aber es gibt im Theaterspielen auch eine Art von Risiko, die tödlich sein kann, wenn man sie nicht wirklich eingeht. Und in dem Eingehen dieses Risikos besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr des Abstürzens. Zwischen Lust und Gefahr, und das ist, auf diesem Drahtseil. Dann empfinde ich, wird Theater eigentlich erst spannend. Alles andere ist so, für mich, der Zuschauer ist gar nicht so ungnädig, glaube ich, wie ich. Dann fange ich mich an zu langweilen und dann gehe ich lieber ins Kino und denke, ja, im Kino sehe ich besseres Theater als auf der Bühne. Gehen Sie lieber bitte nicht ins Kino, bleiben Sie auf der Bühne und ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön.